So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go aus dem Bett. Bei mir ist heute Montag. Um 10 Uhr hat das Drachen-Event begonnen. Jetzt ist es gleich 15 Uhr. Pupsi macht gerade ihren täglichen Spaziergang mit Jonas und Marie. Ich bin bettlägerig. Es war die schlimmste Nacht meines Lebens schon wieder. Es ist alles genauso wie damals, als ich das erste Mal Corona hatte. Dann war das ja letztens wieder so, wieder wie Corona. Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Hitzewallungen, Fieber, Husten, Drücken auf der Brust, Kurzatmigkeit. Gliederschmerzen, ich habe die ganze Nacht rumgekrampft und immer zu mich gestreckt und gemacht und ich hatte so eine Unruhe drin. Ich habe mich dann mit Tabletten vollgepumpt, also so eine komische Sinophen. Und dann ging es mir gut, dann habe ich noch mehr geschwitzt. Aber das Schwitzen tat gut, dann war mal ein paar Stunden vielleicht Ruhe. So, warum nehme ich jetzt das auf? Heute ist das Drachen-Event gestartet. Ich wusste schon gar nicht mehr, ob es ein Ticket gibt oder nicht. Pupsi hat gesagt, hey, der Henry hat dir ein Ticket geschenkt. Ich sag, was? Da muss ich doch wieder ein Video machen. Ich war bis jetzt noch nicht in der App. Ich möchte jetzt mal in die App rein. Hinter mir seht ihr hier das... Moment... Das Farbe-Urin-Kissen von Natur-Urin, Farbe-Urin, das ist auch schon total ausgeblichen, total abgeranzt. Das war vorhin klitschnass, war richtig kalt. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt aber das Intro auf im Bett. Pupsi beim Spazierengehen, die nimmt immer mal meinen Account mit und setzt mich immer auch in ein paar Arenen, wenn sie unterwegs ist und das passt. Vielleicht sind die Aufgaben leicht und sie kann das dann noch ein bisschen nebenbei so machen. Dass ich schon mal von der ersten Seite irgendwie was fertig habe. So teilt man sich das rein. Damit das Ticket nicht umsonst ist. Jetzt schmeißen wir euch mal hier hin. Das ist wichtig. Irgendwie so, keine Ahnung. So muss das jetzt reichen. Hier seht ihr noch Pikachu. Der ist auch wichtig. Den habe ich die ganze Nacht im Arm gehabt. Die Frisur sitzt. Das passt. So, Drachen-Event. Ist auf jeden Fall richtig stark. Hatte ich mich eigentlich drauf gefreut. Ticket, ist gerade unpassend. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Aus dem gegebenen Anlass habe ich Montag auch Chill mit Ramses abgesagt. Obwohl das ja die meisten Leute feiern und immer sagen, das ist das Lieblingsformat, das ist das Beste am ganzen Kanal, wenn wir abends Chill mit Ramses machen. Ich habe jetzt einfach eine Premiere, die Freitag kommen sollte, auf Montag geschoben. Und die in 2 Wochen am Freitag kommen sollte, kommen dann halt diesen Freitag. Die sind auch irgendwie zusammengehörig, das passt ganz gut, aber da wundern sich die meisten eh wieder, wieso da nichts ist. So, was ist jetzt? Müsste nicht das Ticket irgendwo angezeigt werden, wenn ich hier die Benachrichtigung wegwisch von Pascal. Wir können ja einfach mal auf Neuigkeiten gehen. Benachrichtigung. Ich krieg's einfach nicht hin, doch jetzt. So, ist da irgendwo was drin? Hier, Henry Niki hat dir ein Event-Ticket geschenkt. 10.01 Uhr, wenn wir das jetzt hier aufmachen. Henry Niki, 0 Habanero, 5. bis 11. Februar. Danke dafür, das heißt für mich, ich muss auch mein Buddy umbenennen. Das Eierlei-Zugangsticket vom Alex, das kommt heute 15 Uhr als Video hoch, also jetzt gleich. Und halt dann die Premiere. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Baldorfisch. Mit dem muss ich nämlich eigentlich 10 Raids machen, dass ich den entwickeln kann. Deswegen lasse ich den gerade immer drin. Henry. Niki. Ich hoffe, das ist richtig und nicht nur mit K. Ich kann einfach mal direkt Henry eingeben. Ja, nee, mit CK, das passt schon. Da sind noch einige andere dabei. Jetzt gehen wir hier hin. Haben bei Spezial nix. Bei heute seht ihr jetzt immer, was gerade alles live ist hier. Wir müssen jetzt hier hin. Da ist eine globale Challenge. Habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Guck mal hier, null gute Würfe gelandet. Aber jetzt Mondneujahr, entfesselte Drachen. Das ist das Ticket vom Henry. Das sind 2 Seiten. Vielleicht schaffen wir es ja. Beide Seiten so fertig zu machen, Montag und Dienstag, dass es trotzdem am Dienstag als 15 Uhr Video kommen kann. Verwende ein Power-Up bei 5 Pokémon vom Typ Drache, drehe 10 Pokestops oder Arenen,
fange 15 Pokémon vom Typ Drache. Hier sitzt zum Beispiel ein Dratini. Da kannst du so einen Ball drauf werfen. Das machst du dann 15 Mal. Ja, und jetzt geben wir mal Drache ein. Und gehen mal mit WP sortiert. Die kleinsten WP, die wir haben, sind dieses Milza. Und da gebe ich jetzt einfach 10 Power-Ups drauf. So. Achso, es waren nur 5. Es waren nur 5, aber dadurch ist die Aufgabe jetzt auch fertig. Das heißt, wir haben jetzt noch Stops und Arenen drehen. Ich kann Pupsi gleich mal schreiben, ob sie bitte meinen Account dann jetzt rummacht. Und dann melden wir uns zurück, wenn wir die erste Seite abholen können. So. So, es ist jetzt 16.38 Uhr. Die Mädels sind zurück. Die Forschung, also das erste Kapitel, ist fertig. Der Ramse ist auch fertig. Was ist das? Nee. So. 16 gute Würfe wurden gelandet. 15 Pokémon fangen. Und 16 Würfe dabei gelandet. Da ist wohl ein was. Genau. Es gab noch einen Shadrago Raid, den habe ich noch nicht gehabt. Der wurde mitgemacht. Und jetzt können wir mal auf der ersten Seite abholen, was wir hier drin haben. Da ist ein Kindwurm, finde ich gut. Kindwurm brauche ich auf jeden Fall Bonbons. Möchte nämlich ein Krypto Bruder Landa mal hochziehen. Jetzt gehen wir hier drauf. Haben hier Milza drin. Milza ist eigentlich egal. Milza gibt es nicht als Krypto. Milza ist für mich auch jetzt kein nützliches Pokémon. Das lasse ich einfach weg. Dann haben wir hier unten noch ein Algit. Das ist wieder irgendwas von der GBL. Brauche ich jetzt aber nicht. Hier gibt es noch 2 Glückseier für die Sea Days. 2000 Staub und irgendwas anderes. Jetzt gehen wir kurz zurück, gehen wieder rein und haben nichts. Wo ist denn jetzt die zweite Seite? Hier. Mann, ist das verbuggt. Mondneuer entfesselte Drache. Verwende ein Power-Up bei 5 Pokémon vom Typ Drache. Entwickle ein Pokémon vom Typ Drache. Verwende ein Power-Up bei 10 Pokémon vom Typ Drache. Entwickle 3 Pokémon vom Typ Drache. Verwende ein Power-Up bei 15 Pokémon vom Typ Drache. Wir können ja mal kurz die 3 Dinger hier bewerten. 2, 3, 3, passt. So, 15 Power-Ups soll man machen. Das kannst du auch alles von zu Hause aus jetzt machen. Wir gehen mal hier drauf. Da ist ein Dratini. Hier gebe ich jetzt einfach 15 Power-Ups drauf. Oh. Das sind 5, das sind 10, das sind 14. Und wir machen das letzte auch noch. Da dauert es aber 2 Bonbons, also kostet 2 Bonbons. Und jetzt geht's noch ans Entwickeln. Da gehen wir zurück. Hier ist übrigens der Shadrago aus dem Raid. Hat auch 2 Sterne. Und ansonsten, keine Ahnung, entwickle ich jetzt hier einfach ein dieses grüne Ding. Ein Milza. Wir entwickeln ein Milza. Bei dem brauche ich die Bonbons ja nicht. Das heißt, ich kann das Schafax auch nochmal weiterentwickeln. Zu Maxax. Dann haben wir schon 2 von 3. Dann brauchen wir nur noch das letzte. Mittlerweile T-Shirt an, weil vorhin alles nass, geschwitzt, Hitzewallung. Mittlerweile irgendwie frösteln wieder, kalt. Ich würde mir eigentlich einen Pullover anziehen, aber das sieht irgendwie dumm aus. 15, 10, okay. Dann nehmen wir jetzt noch dieses Dratini. Einfach random irgendein Dratini gemacht. Oh. Dann müssen wir mit der Forschung schon durch sein. Danke an Henry Niki für das Drachen-Event-Ticket. Das war, glaube ich, das leichteste und einfachste Ticket, was ich je gesehen habe. Weil es da einfach kaum sinnvolle Aufgaben gibt.
Dafür können wir jetzt hier aber alles abholen. Und da ein Kaumala drin. Da schmeißen wir mal einen Ball drauf. Eine Beere. Nehmen wir mit. Viscora. Ja, das brauche ich eigentlich auch nicht. Fand ich damals cool als 100er, aber jetzt, nee. Meine Drachen sind Brudalander und Dragoran. Capuno ist cool. Trigefalo nimmt man mit. Drache, Unlicht, irgendwas. Obwohl, Unlicht habe ich eigentlich was anderes. Drache habe ich eigentlich auch was anderes. Miniras, wahrscheinlich auch sinnlos. Auch nur Pokédex-Eintrag, keine Ahnung. Nehmen wir auch weg. Haben jetzt hier noch Tortunator. Es gibt ja, glaube ich, auch Tortunator Showcases. Und jetzt hier nochmal 4000 Staub, 8000 Erfahrungspunkte und ein Zenlong. Oh, da brauche ich gar kein Raid machen von Zenlong. Dann kann ich mir das theoretisch auch sparen. Obwohl, ich könnte einen Zenlong Raid machen, damit ich... Oh, den müssen wir mal so lassen. Wir wollen den Pokédex-Eintrag drauf haben. Schieben wir mal so hier rüber. Also, das ist der Pokédex-Eintrag von Zenlong, der auch im Showcase ist, glaube ich. 2 Sterne hat, 10, 15, 10. Raid müsste ich jetzt nicht machen. Das ist bestimmt eh kacke, das Teil. Aber für die Raid-Medaille, da ich auch kein Mega Latias und Latios machen möchte, würde ich vielleicht doch einen machen, wenn ich mal irgendwann einen sehe. Das ist ja bis zum 11. alles drin. Ja, ansonsten war es das jetzt. Von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und viel Spaß mit der Premiere am Montagabend gehabt, ihr tun, weil die war ja schon. Ciao.